Vieles ist passiert, jetzt schneit es auch noch und ja, ich muss noch den schwarzen Hybriden nach Hogwarts bringen. Mal schauen, da ist er. Ach, da ist er ja schon. Hallo. Danke, dass du gekommen bist, Charlie. Ich brauche deine Hilfe dabei, auf diesen schwarzen Hybriden aufzupassen, bis Hagrid zurückkommt. Ich helfe jederzeit gerne einem Drachen in der Not und ich muss sagen, ich bin neugierig, wie du an dieses Exemplar gekommen bist. Wir haben ihn im rumänischen Drachenreservoir vor Drachenentführern gerettet. Ein Quidditch-Team mit dem Namen Bankery Bangers hat den Drachen entführt, weil sie ihn als ihr Maskottchen haben wollten. Und jetzt müssen wir den schwarzen Hybriden beschützen und dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt, bis er nach Hause gehen kann. Das ist wirklich ein atemberaubendes Geschöpf. Sieh dir nur allein die Größe dieses Drachen an. Ganz zu schweigen von seinen fesselnden lila Augen. Sie sind einfach umwerfend. Genau das habe ich auch gesagt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe mich so weit mit dem schwarzen Hybriden angefreundet, dass ich ihn nach Hogwarts führen konnte. Aber obwohl er mir hierher gefolgt ist, fühlt sich dieser Drache immer noch etwas unbehaglich in meiner Gegenwart. Dabei habe ich ihn schon komplett aufgelevelt. Das überrascht mich nicht, Gotchkott. Es klingt, als hätte er ein schreckliches Erlebnis hinter sich. Eine Gruppe durchtriebener Quidditch-Spieler wollte ihn entführen und so etwas steckt man nicht so leicht weg. Außerdem ist dieser Drache fern von seinem Zuhause und fühlt sich vermutlich in dieser neuen Umgebung unwohl. Ja, da könntest du recht haben, Klotschkotti. Es ist nie leicht, fern von zu Hause zu sein, selbst für einen 10 Meter großen Drachen. Ich habe auch ständig Heimweg nach dem Fuchsbau, darum kann ich mir genau vorstellen, wie sich dieser schwarze Hybride fühlt. Von all meinen Freunden bist du derjenige, der sich am besten mit Drachen und ihrem Verhalten auskennt, Charlie. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich den schwarzen Hybriden dazu bringen kann, sich in meiner Gegenwart wohler zu fühlen? Natürlich, Klotschkotti. Ich werde dir gerne beibringen, wie du deine Freundschaft mit diesem schwarzen Hybriden verbessern kannst. Ich habe ihn doch schon auf Max-Level. Weiß nicht, was der hat. Mach keine plötzlichen Bewegungen, wenn du dich ihm näherst. Wir können dem Drachen jederzeit noch mehr von Jace Steaks. Was ist das denn für ein Zungensprecher? Jace Steaks. Es tut mir wirklich leid, was dieser arme Drache erdulden musste. Jace Steaks. Der Drache war glücklich, als ich ihn mit Fleisch gefüttert habe. Jace Steaks. Nähere dich dem Drachen vorsichtig, aber stets selbstbewusst. Ich weiß, dass diese Lage nicht einfach ist, aber jetzt bist du doch unter Freunden. Vielleicht können wir einige Geräusche nachahmen, die ihr von den Hybriden kennt? Jace Steaks. Jace Steaks. Was für ein Zungenbrecher. Jace Steaks. Jace Steaks. Danke für all die Ratschläge, Charlie. Jace Steaks. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte ich mich dem schwarzen Hybriden selbstbewusst nähern und sicherstellen, dass er weiß, dass ich ihm freundlich gesinnt bin. Und was immer du auch tust, schleiche dich niemals an ihn heran. Sorge immer dafür, dass sich der Drache deiner Anwesenheit bewusst ist. Los, Coach Cordy, warum probierst du es nicht aus? Keine Angst, Ball. Bali, Bali, Ball. Sieh nur, Charlie, der schwarze Hybride fühlt sich schon viel wohler in meiner Gegenwart. Genau, Drachen sind nicht gerade Kuscheltiere, Kutschkotti, aber eure Freundschaft wird definitiv stärker. Es freut mich, dass unser schwarze Hybride schon etwas weniger nervös ist nach seiner Entführung. Aber ich mache mir Sorgen, dass er es immer noch nicht sicher für ihn ist, solange diese Bankery Bangers hinter ihm her sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden und wenn es soweit ist, dann sind sie uns bestimmt zahlenmäßig überlegen. Du machst dir zu Recht Sorgen. Wir beide haben keine Chance gegen einen Trupp entschlossener Drachenentführer. Nun, wenn die Bangers sich Verstärkung holen, dann sollten wir dasselbe tun. Das ist eine tolle Idee, Coach Cordy. In Hogwarts gibt es jede Menge hervorragender Duellanten. Und ich weiß auch schon, wo wir einen von ihnen finden können. Ich habe Cedric Diggory auf meinem Weg hierher im Innenhof gesehen. Hervorragend, ich werde zum Innenhof gehen, während du auf unseren schwarzen Hybriden aufpasst. Ich werde versuchen, Cedric zu überzeugen und dabei zu helfen, diesen Drachen vor den Bangers zu beschützen. Ja, Cedric. Im Innenhof. Nee, ich möchte jetzt auf den Innenhof, aber nicht zu Cedric. Denn Two-Face hat gesagt, ich habe Bea so vernachlässigt, deswegen bringe ich hier einen Schokofrosch mit Merlin. Oh, hallo Merlin. Ein legendärer britischer Zauberer, der zum Hof von König Arthus gehörte. Habe ich ihn noch gebraucht? Ah, jetzt fehlen. Nee. Ah, ich habe goldene Bücher. Danke, Merlin. Danke, Merlin. Ja, schön. So, aber das wollte ich doch gar nicht. Was wollte ich? Achso, ich wollte auch einen Innenhof. Ja, wo ist denn der Innenhof? Ist er da? Oh, der Innenhof ist kaputt. Ja, er ist ein bisschen kaputt. Aber das ist jetzt egal. Das ist wahrscheinlich ein Anzeigebug wegen des Schnee-Updates. Es gibt ja auch schon ein neues Update. Das Spiel will schon wieder, dass ich manuell update, aber ich habe nein gesagt. Jedenfalls hat Two-Face gesagt, ich soll Bea mal wieder hier
Was heißt mal wieder? Zum ersten Mal mit ihr Koboldstein spielen, weil ich sie so vernach... Oh, Cedric habe ich auch vernachlässigt. Ja, du bist in der nächsten Folge dran, aber nicht zum Koboldstein, oder? Ach, erstmal Bea, komm schon. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Erstklässler-Aktivitäten verpasst habe, zum Beispiel Koboldstein im Innenhof spielen. Worum geht es denn dabei? Wir fliegen über den Bergen und stupsen dabei Kugeln durch. Soll ich mir meine eigenen Steine besorgen? Ich soll ja tatsächlich sagen, wie es geht. Ja, ich teile natürlich mit ihr. Für den Anfang werde ich mal mit dir teilen, Bär, ja? So, ja, schön. Es freut mich, dass du mir das Spiel beigebracht hast, Kotschkardi, aber ich weiß nicht, ob ich hier ein guter Koboldsteinspieler sein werde. Warum sagst du sowas? Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann erkläre ich es dir gerne. Ist meine Schwester gut im Koboldstein? Ey, du wolltest wissen, wie man Koboldstein spielt, nichts von deiner Schwester. Also, ich muss jetzt was positiv. Wobei, sie steht ja gerade nicht auf ihrer Schwester. Sie ist ja mit ihrer Schwester im Clinch. Sollte ich dann sagen, sie ist planlos? Oder soll ich nett sein? Nein, ich bin mal nett Benny gegenüber. Sie wird immer besser. Oh, okay, na gut. Ja, egal. Ich hab's trotzdem geschafft. Ich glaube, jetzt verstehe ich, warum Koboldstein so beliebt ist, Coach Gaudi. Es liegt nicht so sehr am Spiel, sondern an den Leuten, mit denen man spielt. Ja. Ja, schön. Na gut, dann spiele ich morgen auch mit Cedric, ja? In der Hoffnung, dass dann vielleicht der Innenhof wieder da ist. Ja, arrivederci, over and out.